Digitalisierung und Internationalisierung, ein Geschwisterpaar, was man heutzutage fast nicht mehr trennen kann. Da freut es mich jetzt, ein paar Fragen zu stellen an Professor Dr. Hiltraud Kasper-Hähne von der Universität Göttingen. Herzlich willkommen. Ich denke, Sie haben das schon gesagt, Internationalisierung und Digitalisierung muss man heute zusammendenken. Ich bin Vizepräsidentin für Internationales und komme erstmal aus der Ecke sozusagen. Was treibt uns an der Universität Göttingen? Wir überlegen, dass zwar 30% unserer Studierenden ins Ausland gehen, 70% derzeit aber zu Hause bleiben. Und die Frage ist, wie bilden wir diese Studierenden für eine globale und international vernetzte Welt aus? Was müssen wir tun? Und dazu gehen wir in alle Curricula der 180 Studiengänge, gucken uns alle Fakultäten an, evaluieren alle Studienprogramme und schauen, welche Inhalte, welche Schlüsselkompetenzen müssen wir integrieren, um eben dieses Ausbildungsziel zu erreichen. Und dabei spielt natürlich Digitalisierung eine ganz zentrale Rolle, digitale Medien als Tool, um eben die Hochschule Göttingen, die Universität Göttingen zu vernetzen mit ihren strategischen Partnern, wo dann Professoren in Webinarien, in Seminaren mit Video-Tools und so weiter dann Lehre anbieten für unsere Studierenden vor Ort. Klingt nach einem starken Innovationsprozess auch innerhalb Ihrer Strukturen. War es einfach, da alle mitzunehmen? Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich werde immer wieder gefragt, wie ging das? Wir haben es nach einem Change-Management-Prozess gemacht. Das heißt, wir sind angefangen, Pilot-Fakultäten zu suchen, dort Change Agents, also die, die Innovationen nach vorne treiben wollen, auszuwählen, mit denen die ersten Schritte zu machen, zu zeigen, dass es gut geht und dann in den Fakultäten weitere Professoren und Professoren mitzunehmen und dann über die Pilotfakultäten hinaus andere Fakultäten zu integrieren. Das war ein Bottom-up-Prozess und am Ende dann erst in die Gremien zu gehen und das formale Go für die gesamte Hochschule zu holen und das Geld dazu. Gibt es ein, zwei Projekte, wo Sie sagen, da wären Sie jetzt stolz drauf oder da macht Ihnen keiner was vor? Also sagen wir mal, stolz drauf, da macht Ihnen keiner was vor, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir haben beispielsweise ein Projekt mit Indien, da geht es um forschungsorientierte Lehre, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man über diese Digitalisierung auch sehr schnell auch forschungsorientiert in der Lehre arbeiten kann, wo Studierende in Göttingen gemeinsam mit indischen Studierenden ein Forschungsprojekt gemeinsam aufsetzen und dann auch einen Forschungsantrag gemeinsam formulieren und das gemeinsam aushandeln, ob das, was sich die Göttinger gedacht haben, dann auch wirklich umsetzbar ist in Indien, in Delhi, speziell in der Umgebung von Delhi. Und dann wird der Professor für diejenigen, die das beste Proposal dann am Ende geschrieben haben, eine Reise nach Indien ausschreiben, sodass sie dieses Projekt vor Ort auch implementieren können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Projekt, das schon im Bachelor stattfindet und das auch dazu geführt hat, dass einige Studierende, die gesagt haben, da ist eine Hemmschwelle, nach Indien zu gehen, dass über diese Digitalisierung gerade die reale Mobilität auch gefördert wird und nicht wie manche denken, wenn ich virtuelle Mobilität anbiete, also mit digitalen Medien, dann wird die reale Mobilität zurückgehen. Ich glaube, es ist gerade umgekehrt. Die Hemmschwellen werden niedrig gehalten und der Wunsch, dann auch ins Ausland zu gehen, folgt dann letztendlich auch. So, das ist ein schönes Projekt. Vielen Dank für das Interview. Mehr zum Projekt Internationalisierung, Digitalisierung und Diversifizierung an der Universität Göttingen erfahren Sie, wenn Sie auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken. Dort sehen Sie auch einen Link zum Interview mit Peter Kreisler vom BMBF, der ebenfalls das Thema Internationalisierung angeschnitten hat.